Mittelfristig und langfristig ist die MLS eine Liga, die wirklich sehr sich gut entwickelt, die wächst. Mit Hinblick auf die WM 2026 wird Soccer in Amerika sowieso durch die Decke gehen. Und ich glaube, dass es jetzt momentan eine sehr spannende Zeit ist, einfach jetzt mal die nächsten 2 Jahre dafür zu investieren, einfach eine Struktur aufzubauen, eine Infrastruktur aufzubauen, eine Akademie aufzubauen und dann eben ab Mitte 2022 bis hin, dann bis halt dann 23 die Saison losgeht, einfach auch die Profimannschaft komplett neu aufzubauen. Mir persönlich gefällt einfach der Fußball, der Stil von Julian Nagelsmann. Da war einfach ein sehr gepflegter, sauberer Fußball von hinten rausgespielt wird, aber auch mit verschiedenen Pressinglinien, mit sehr attraktiven Offensivfußball. Das ist die Richtung, in die wir gehen müssen. Dass wir natürlich aufgrund meines CVs und meiner Erfahrung einfach auch eine gewisse International Flair in die Mannschaft bringen wollen, das ist klar. Trotzdem ist das Hauptaugenmerk Homegrown Talent, dass ich mich automatisch natürlich auch in der Bundesliga orientieren werde und dass wir auch jetzt schon anfangen, uns listen und einfach einen Überblick zu schaffen, welche Trainer in Frage kommen würden, welche Spieler 2022 auslaufen und so weiter. Das ist klar.